Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Heute bin ich in der kosmetischen Behandlung von meiner eigenen Mutter, Alice Kewley, in der Bayerischen Straße 1 am Oliverplatz, Postleitzahl 10707, oder? Berlin, genau. Berlin, alles klar. Und wir machen heute eine Lymphdrainage, sprich eine Behandlung für die Haut, dass die ein bisschen feuchtigkeitsreicher wird, oder? Einmal machen wir eine Hyaluron-Lymphdrainage, um speziell die Haut von meinem Sohn, weil er vorher Akne hatte, ein wenig besser hinzubekommen. Dass wir einmal die Rötungen, die einfach durch die Narben geblieben sind, besser befeuchten und die Haut weiter entgiften, weil genügend Giftstoffe noch in der Haut sind. Ja, also bei der Lymphdrainage, da schwemmst du quasi die Giftstoffe raus, den Teig, oder wie läuft das? Genau. Nicht nur den Teig, sondern einfach alle großmolekularen Stoffe, die das Blut nicht mitnimmt. Okay. Also ich kann nur sagen, dass während meiner Aknonomin-Phase, wo ich das Medikament genommen habe, meine Haut so extrem trocken war, ich das so oft wie möglich gemacht habe, weil die Haut wirklich ausgestorben ist bei mir, oder? Ja. Während der Zeit. Hat mir extrem geholfen, oder? Also fünfmal die Woche haben wir es mindestens gemacht, eine Kosmetikbehandlung, und da habe ich ihn in Hyaluron gebadet. Ja. So, dann wollen wir euch mal mitnehmen. Ich lege meinen Sohn jetzt in die Kosmetikposition, damit ihr mal seht, wie sowas aussehen könnte. Mein Sohn hat extrem trockene Haut und extrem Schwierigkeiten gehabt durch die Akne, durch die Empfindlichkeit. Ihr seht, er hat sehr, sehr helle Haut, er hat sehr empfindliche Haut, und aufgrund dessen müssen wir Spezialprodukte nehmen. Wir nehmen heute die Firma Seriderma, die es eigentlich nur in der Apotheke gibt und ganz speziell bei der einen oder anderen Kosmetikerin. Damit werden wir heute die Haut behandeln. So, und schon lege ich auch los mit der Reinigung. Ich befeuchte die Haut, nachdem ich mir die Hände desinfiziert habe. Zu meiner Person: ich bin seit 1982 Kosmetikerin. Ich habe 2 Ausbildungen gemacht als Fachkosmetikerin. Eine hat mir nicht ausgereicht. Ich fühlte mich nicht wohl, mochte das nicht, und habe noch eine Ausbildung gemacht. Habe auch die Fußpflege gelernt, mache Aknebehandlung, normale Kosmetikbehandlung. Kümmere mich ums Anti-Aging, mache Mikrodermabrasion, mache Mikroneedling, Mesoporation. So, das war jetzt das Reinigungsprodukt. Das ist das Reinigungsgel, ein Waschgel. Was ich jetzt wieder von der Haut nehme. Du lässt einfach die Augen zu und genießt. Kosmetik ist meine Leidenschaft, das habe ich schon sehr, sehr, sehr früh in der Kindheit gemerkt. Ich war völlig fasziniert. Kosmetik wollte ich schon immer lernen. So, jetzt kommt das Gesichtswasser. Natürlich hängt auch die Haut zusammen mit dem, was man isst, mit dem Darm. Sammy hat seine Ernährung ganz stark umgestellt. Das wisst ihr ja alle sicherlich schon von den anderen Videos, dass er immer noch ganz viel grünes Gemüse zu sich nimmt. Wenig Süßigkeiten, kein Zucker. Das wisst ihr ja alles. So, jetzt haben wir das Gesichtswasser fertig. Jetzt nehme ich ein bisschen Mikrosilber nochmal zur Desinfektion für die Haut. Er hat nichts Offenes, sind auch keine Pickel da. Jetzt kommt das Hyaluron von der Firma Seriderma. Seriderma ist eine basische Kosmetik. Basisch heißt, ihr habt mitgezählt, 3-4 Mal habe ich drauf gedrückt. Reines Hyaluron, fast reines Hyaluron, ist relativ dick. Ich verdünne das immer ein bisschen mit Wasser. Was macht Hyaluron mit der Haut? Feuchtigkeit hat jeder in der Haut. Umso älter man wird, umso weniger kann Hyaluron, also die Haut, die Feuchtigkeit binden. Normalerweise ist man mit 18 noch voll mit Hyaluron in der Haut.
Aber durch die starken Krankheiten, die Tabletten und alles, was so gewesen ist, Operationen, hat Sammy sehr, sehr viel verloren und braucht mehr als normale 18-Jährige. Dementsprechend gebe ich der Haut Hyaluron. Ihr seht nachher auch gleich, Hyaluron ist einfach Feuchtigkeitsbinder. Sagt der Haut, hey, schau mal, guck mal, Kraftfutter für dich, und plustert sich wieder auf. So, jetzt habe ich das gleichmäßig verteilt, auch unter der Augenpartie. Und jetzt beginne ich schon mit der Lymphdrainage. Die Lymphe ist unglaublich faul. Lymphe fließt unglaublich langsam, was zur Folge hat, dass die großmolekularen Stoffe nicht abtransportiert werden können von dem Blut. Das muss die Lymphe machen. Und nun ist sie natürlich wahnsinnig langsam. Und dementsprechend heißt es, ich helfe jetzt danach. Sammy hat durch die Operationen, durch die Akne viele, viele Schwellungen im Gesicht, auf der Haut gehabt. Und die ganzen Giftstoffe nehme ich natürlich damit auch gleich weg aus der Haut. Was ihr jetzt seht, ist eine ganz zarte Bewegung, die kaum wahrnehmbar ist, aber die unglaublich viel bewirkt. Eine Lymphdrainage ist gleichzeitig auch ein Jungbrunnen. Die Lymphdrainage ist auch ein Lifting. Es gibt auch eine Körperlymphdrainage, die ihr für den Körper machen könnt, wenn man unter geschwollenen Beinen leidet, offene Beine, wenn man Schwierigkeiten hat mit verschiedensten Krankheiten an den Gefäßen, wirkt das Wunder. Wenn eine Brustamputation gewesen ist oder, immer wird Lymphdrainage gemacht. Ich beschränke mich auf die Gesichtslymphdrainage, weil Gesicht ist mein Steckenpferd, ist das, was ich euch bieten kann, und macht das. Der Lymphknoten ist hier, geht hier runter. Ja, hier habt ihr bestimmt schon mal gemerkt, wenn ihr erkältet wart, dass es dick war. Deshalb trainiere ich alles von der Mitte nach außen. Sammy, ist es angenehm? Okay. Erzähl mal, was nimmst du wahr? Also es fühlt sich an, ich habe ja auch nach der zweiten Operation jetzt nochmal sehr stark gemerkt, dass die Schwellung eben viel besser wurde, als wir die erste Lymphdrainage gemacht haben. Es wird auch standardgemäß so gemacht, dass eben direkt nach solchen Operationen, nach Gesichts-OPs im Allgemeinen direkt Lymphdrainagen ausgeschrieben werden von vielen Ärzten, weil es einfach extrem hilft bei Schwellungen im Gesicht. Das habe ich auch wahrgenommen. Natürlich ist es wie eine Massage im Gesicht, wie eine leichte Massage, so nehme ich es auf jeden Fall wahr für mich. Sehr angenehm. Und danach ist eben die Haut für 2 Tage extrem von Feuchtigkeit gesättigt. Und was wir feststellen konnten, ist, dass die Rötungen von den Narben, die übrig geblieben sind, speziell im Wangenbereich, auf der Stirn, dass die eben ganz, ganz stark zurückgegangen sind. Leider, mein Sohn hat mich immer versucht, dazu zu überreden, aber immer habe ich einen Grund gefunden. Ich war die Schlimme und die Böse, warum ich nicht wollte. Aber er hat mich überredet und hat gesagt, Mami, das müssen wir jetzt tun. Und deshalb hat er sich eingeladen. Das ist unser erster Video. So, mittlerweile bin ich beim Hals angekommen, was ich vorhin schon angedeutet habe. Die Lymphe fließt jetzt ab. Man merkt es auch, dass man stärker schlucken muss oder Pipi machen gehen muss bei einer Lymphdrainage. Das geht meistens relativ schnell. So, jetzt sind wir schon bei der dritten Runde angekommen. Und ihr seht schon deutlich, wie die Haut aufnimmt und wie Sammy entspannt. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Bestimmt seht ihr das. Wenn ich jetzt hier unten wieder angekommen bin, dann wird einmal nach oben trainiert. Ich zeige euch das gleich. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie das ist. Wie sich das anfühlt. Wie gesagt, das ist eine ganz kleine Bewegung. So, jetzt unten angekommen, trainiere ich jetzt einmal nochmal nach oben. Um die Haut noch mehr zu straffen. Um mich langsam von der Haut zu verabschieden. Dann
kommt noch eine Creme drauf. Die Creme ist der Abschluss, die ich immer sehr gerne nehme. Auch von der Firma Seriderma, weil, wie gesagt, Sammy mega empfindlich ist und das Basische super gut ist. Mittlerweile trinken wir basischen Tee. Ich schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Kurz nachdem ich meinen Sohn geboren habe, essen basischen Brei, basisches Fußbad. Alles basisch. Alles basisch, weil basisch einfach ein Zaubermittel und ein Jungbrunnen für euch ist. So. Jetzt könnt ihr einmal schauen, wie euch der Sammy gefällt. So, ich mache die Haare wieder ins Gesicht und jetzt fahren wir mal hoch und gucken uns die Haut an. Ertragbar aus, was sagst du, Benji? Ja, schon. Ja, okay. Wie immer. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, in den letzten beiden Monaten war ich sehr selten hier. Zeitlich haben wir es nicht geschafft, aber nach der Operation und generell bei der Aktinomin-Phase, wo ich 6 Monate Aktinomin genommen habe, war ich in der Woche wirklich 5-mal hier und habe mir Lymphdrainage gemacht, weil die Haut wirklich ausgestorben ist. Und ich habe mich beim selber Einmassieren von Creme extrem unwohl gefühlt und ich konnte das nur noch mich wohlfühlen mit der Creme auf meiner Haut, wenn meine Mutter das gemacht hat, weil sie das eben so extrem angenehm für meine Haut gemacht hat. Also ich kann jedem empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, wenn ihr in Berlin wohnt, mal herzukommen, euch beraten zu lassen oder wenn ihr woanders wohnt, euch mal umzuschauen und nach einer Lymphdrainage zu fragen, weil Lymphdrainage ist für mich wirklich, ich mache das nur noch. Ich habe mich von der Pickelbehandlung verabschiedet und mache nur noch Lymphdrainage, weil das für mich so angenehm und für meine Haut auch ist, oder? Also, ihr seht einfach das Ergebnis selber und stellt fest, wie schön es ausschaut. So, Freunde, das war jetzt hier das Video von der Lymphdrainage bei meiner Mutter im Laden, wie ihr sehen könnt. Alles unten, wie ihr meine Mutter findet, wie ihr sie anschreiben könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mein Instagram, ihr Instagram, alles unten verlinkt, gerne abchecken, Freunde. Ansonsten war das jetzt die Behandlung. Ich hoffe, es hat irgendjemandem da draußen gefallen. Ansonsten wünsche ich euch allen noch ein schönes Jahr 2019. Und das war's von mir. Summer Lift ist out of lifting, Freunde. Ciao.